Und da bimmelt es schon los und da bimmelt es los. Was heißt hier schon? Wir sind hier in den frühen Morgenstunden und eigentlich suchen wir gerade einen Fisch, der ja eher in der Nacht unterwegs ist. Und ich hoffe, da gehen noch ein paar Brocken rein. Oh ja, oh ja. Ich teste hier gerade mal wieder auf die Brasse. Die gute olle Brasse. Es ist ja immer die Frage, wo versteckt sich der Schlingel gerade wieder? Und ich glaube, das sieht hier gerade ganz gut aus. Also raus, schnell wieder raus mit den Ködern und weiter probieren und hoffen, dass da noch ein bisschen was geht. Ich teste hier gerade wieder verschiedenste Köder. Haben wir das alles? Haben wir tatsächlich. Also, an der alten Festung mit drei Routen, drei Grundrouten bzw. drei Feederrouten, hier in dem Fall sind es jetzt Winkelpickerrouten, kann man sich hier einfach gut hinstellen und dann einfach mal wieder auf die Brasse probieren. Brasse beißt immer gern auf Teigköder, zumindest in den letzten Monaten ist das so. Das heißt, gerne, wenn ihr die Teige schon herstellen könnt, rein, zack, Teige herstellen, zum Beispiel Knoblauchteig, Erbsenbrei oder eben auch Quarkteig. Und dann gib ihm hier schön auf Brassen kloppen. Wenn ihr die noch nicht herstellen könnt, dann einfach mal mit Mistwurm probieren. Mistwurm ist auch immer wieder ein Köder, der ganz gut funktioniert. Und hier an der Stelle teste ich gerade. Ich habe hier mal auf 20 Meter geklippt, werfe allerdings gar nicht so ganz weit raus gerade. Um die 15 habe ich bisher ausgeworfen. Die ist jetzt mal auf 20 Meter doch mal ein bisschen weiter gegangen. Aber ich teste gerade so die verschiedenen Bereiche. Jetzt geht hier auch gerade der Erbsenbrei. Ich stand gerade eben schon an verschiedenen anderen Stellen hier an der Festung. Und hier sieht es aber im Moment so aus, als ob es von der Frequenz her bisher echt am besten direkt ist. An den anderen Stellen waren auch ab und zu ein paar Brassen dabei, aber eben auch Giebel und Karauschen. Ich zeige dir gleich auch nochmal eben auf der Map. Da haben wir doch schon wieder eine schöne Brasse. Ja, und so dunkelbraun, so sollen sie halt dann auch aussehen. Das sind dann halt schon die größeren. Also ich war gerade hier oben. Hab's hier probiert, auch immer wieder eine Stelle, die man probieren kann für die Brasse. Wenn ihr mal nicht wisst, was funktioniert und wo was funktioniert, vielleicht einfach mal selber testen. Eine Nacht durch oder eine halbe Nacht ausprobieren, zack, 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 lübt da was oder nicht. Wenn nicht, dann weiter. Dann direkt hier unten getestet in dem Gebiet. Wenn da was geht, perfekt. Hier 31, 33 oder irgendwie sowas ist das. Ausprobieren, die andere Hälfte der Nacht, ab dafür. Dann haben wir hier die beiden Stellen, die immer mal wieder funktionieren oder eben jetzt hier. Hier oben war ich schon ewig nicht mehr, muss ich sagen. Aber ja, es scheint zumindest bisher ein bisschen was zu lüppen. Zusammengebaut für die Brasse eher klassisch und eher ein bisschen simpel, kann man auch tatsächlich sagen. Einfach nur einen Futterkorb, eine Mische dran und dann ja verschiedene. Ja, ich habe jetzt hier zwei verschiedene große Haken. Ich habe einmal einen Viererhaken, der schon recht groß ist. Und ich habe einmal hier die Einserhaken in Verwendung, weil ich aber auch speziell die dicken Brocken haben will. Wenn es mir da wirklich gerade eher um Frequenz geht, ich glaube, da reicht ein 6er bis 4er Haken. Und wenn ich speziell nur die dicken Brocken haben will, dann natürlich die etwas dickeren Haken. Zack. Die Schlingels, die sollen es immer sein. So muss das sein. Und gerne natürlich jetzt auch nochmal doppelt so schwer. Ja, und dann im Idealfall halt schon abends hinstellen. In den, zack, jawohl. Im frühen Abend direkt ausprobieren. Und dann die ganze Nacht durchprobieren. Das ist halt immer das A und O. Jetzt bin ich hier gerade erst morgens hier angekommen. Das heißt, oha, schon wieder. Zweiter Aaland. Zweiter Aaland. Vielleicht sollte man auch so ein schöner noch, ey. Geil. Vielleicht einfach mal mehr mit dem Erbsenbrei zurzeit angeln.
Das ist ja echt geil, ja. Vorhin schon einen gehabt. Der war hier unten. Auch über einem Kilo. Auch auf dem Erbsenbrei. Hm. Brassen, Mische und Erbsenbrei für Aaland. Vielleicht geht da ja was. Auch ein sehr schöner Fisch. Es gibt immer wieder Kiloaufträge Aaland auch im Café. Und der geht natürlich dann auch tagsüber. Das werde ich vielleicht gleich mal testen. Wenn wir jetzt gleich die Morgenstunden durch haben, dann baue ich die anderen alle um auf Erbsenbrei. Vielleicht ballern noch ein paar Aaland rein. Das wäre doch mal was. Aber jetzt hier, mega, es bimmelt sofort wieder los. Linke, die mittlere, da müsste was dran sein. So soll das, ey. Zack, hier auch schon wieder. Nicht schlecht hier oben gerade. Ja, die Ostbrasse soll ja auch funktionieren. Ostbrasse auf, was ist das? 80, 81, 100. An der Tunguska. Das heißt also für Level 30 plus, wer da noch Bock hat auf Brassenkloppen. Wie gesagt, die Ostbrasse lübt da auch ganz gut. Da dann eher auf dem Erbsenbrei. 20 Meter weit rausgeworfen. Eppa. Und dann kommen auch da solche dicken, fetten Ostbrassen raus. Ja, aber ist hier gerade mit Knoblauchteig. Lübt, kann man sagen. Knoblauchteig lübt. Quarkteig lübt. Da müsst ihr halt gucken, was könnt ihr schon herstellen, wenn ihr weder noch herstellen könnt. Vielleicht einfach mal mit dem Mistwurm halt probieren, ob das funktioniert. Ist auch immer wieder gut als Brassenköder. Einfach mal schön reinhalten. 7 Minuten, 11 Fische. Kann sich sehen lassen und es zuppelt munter weiter. So soll das laufen. Perfekt, ey. Ja, und vor allem das mit dem Aaland, das gibt mir echt nochmal Hoffnung. Das ist eine ziemlich geile Sache, wenn man da wirklich einen Fisch hat, der auf dem gleichen Köder, auf dem gleichen Setup, einfach an der gleichen Stelle, konstant dann natürlich auch noch weiterläuft den ganzen Tag über. Das ist perfekt. Also da doch lieber einen schönen Aaland, als diese ollen kleinen winzigen Brassen, die dann tagsüber eher beißen. Die silbrigen. Die bringen halt gar nicht so viel Kohle ein, ne? Zack, guck mal hier, sogar 2,4 Kilo, ey. Das ist auch ziemlich gut, ey. Brassen, ihr Lieben, immer wieder gut. Immer wieder gut, aber ich habe auch schon mehrfach Videos darüber gemacht. Von daher sollte das ja auch mittlerweile bekannt sein. Das jetzt halt hier schön entspannt fürs Wochenende. Füße hoch, einfach mal entspannt. Ein bisschen Brassen rauskloppen. Bisschen Kohle machen jetzt hier fürs Wochenende. Dann lübt das doch. So muss das sein. Das ist auch sehr, sehr geil. Also ich bin da sehr zufrieden gerade mit. Es ist übrigens von der Mische, Standard-Brassen-Futtermische. Das Schöne ist, dass es einfach unterschiedliche Köder funktionieren. Das heißt, ihr seid da jetzt nicht festgenagelt. Guckt einfach mal, was habt ihr da noch rumliegen. Und dann rein damit. Zack. Man sieht das auch immer ganz schön hier von der Schnur, wie tief das hier runter geht, ne? Hier die Schnur geht ziemlich steil nach unten. Wenn wir hier mal stramm ziehen, so. Also man, je nachdem wie weit man halt wirft, landet man entweder hier in diesem und wenn die Schnur richtig steil runter geht, dann ist man sogar da in diesem 6 Meter Loch, kommt noch weiter runter. Zack. Das lübt. Bin ich schon auf Setup eingegangen? Nee, ausgeschlitzt. Der Mistfink. Im Großen und Ganzen hatte ich schon gesagt, ne, relativ robust. Ich bin jetzt hier mit einem 8,9er Fluorocarbon-Vorfach unterwegs auf den Winkelpickern. Also Tragfähigkeit ungefähr, ja, um die 9 Kilo. Ich will ja auch die dicken Brocken und will das Ganze auch noch entspannt machen. Deswegen habe ich hier Fluorocarbon-Komplettschnur. Die ist halt komplett unsichtbar. Und zack, ich schlage vielleicht doch mal an zwischendurch. Und damit gehe ich jetzt halt hier ganz entspannt auf die Dinger. Wenn man überlegt, dass die so, sagen wir mal, maximal so 5 Kilo schwer werden, so ungefähr,
dann ist das mit 9 Kilo Tragfähigkeit ganz entspanntes Angeln. Wenn ihr da feiner dran gehen wollt, wenn ihr sagt, ja Mensch, vielleicht habe ich eine etwas höhere Chance auf die Brassen oder auf die dicken, fetten Trophies, wenn ich da im Bereich von 6, oder 7 Kilo Fluorocarbon dran gehe, kann man gerne machen. Ist mir schon einfach zu anstrengend fürs Brassenkloppen. Das soll einfach lüppen. Zack, eine nach der anderen. Zack. So geht das. Fertig. So, ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Jetzt haben wir schon so gleich 11 Uhr. Ich denke mal, das wird so langsam jetzt weniger mit den Brassen. Und dann kommen mehr hier von diesen kleinen silbrigen. Aber ich bin ganz zufrieden. In diesen 11 Minuten jetzt hier 14 Fische. Geile Frequenz. Lübt schon ganz gut an. Und ich teste jetzt noch, geht da was oder geht da nichts? Wenn bei diesen ersten zwei Routen nichts mehr geht, ändere ich nochmal um auf Erbsenbrei. Ich glaube, ich nehme das Brassenfutter auch den Tag über raus, das jetzt in den Körben drin ist, und baller einfach nur den Erbsenbrei jetzt rein. Einfach mal gucken, ob da noch was geht. Vielleicht ballert da ja, jetzt bimmelt es gerade auch schon wieder, vielleicht ballert da ja tatsächlich nochmal ein bisschen Aaland rein. Nehme ich gerne mit. Den ollen Aaland. So, jetzt haben wir es hier 5:30 am Abend. Frisch wieder platziert. Ich gehe mal komplett jetzt hier auf Eierteig, klippe das hier auf 20 Meter und baller hier jetzt mal die Ruten frisch wieder raus. Das heißt, wir gucken uns das jetzt einfach nochmal von vorne an in den Abend hinein. Gerade war es ja aus dem Abend raus oder aus der Nacht heraus. Das passt soweit alles. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier in den Abendstunden noch so funktioniert. Das wäre ja nicht schlecht, wenn das gleich noch direkt hier so um 18 Uhr ungefähr, 17, 18 Uhr gleich wieder losgeht. Dann haben wir hier 20 Meter jetzt geklippt. 20 Meter. Und ja, so ein Meter stehe ich ja ungefähr weg hier, ne? Genau, hier so hinterm Stein. Und dann gib ihm. So, die drei Routen sind draußen. Ich würde sagen, kann losgehen. Brasse go. Diesmal jetzt komplett auf Quark. Und da bin ich jetzt auch direkt wieder los. Ja, scheint gut zu sein. Scheint gut loszugehen hier. Das ist, glaube ich, mal genau das Richtige, was man so entspannt am Wochenende machen kann. Schön rein mit den Ruten. Easy peasy. Brassen kloppen, nebenbei noch einen Stream gucken und schön entspannt ein bisschen Geld machen. Das bimmelt ja eh. Da muss man sich nicht großartig drauf konzentrieren. Sehr gut, ey. Ah ja, so ab und zu mal auf Grundangeln ist gar nicht schlecht. Auch wenn ich mich natürlich viel mehr auf Spinning konzentriere und auch mehr darauf freue, was dann demnächst auch noch kommt alles. Da ist schon Spinning viel eher meins. Aber so ab und zu kann man auch mal hier auf die Lüttenbrassen gehen. Ne? Ach ja, ach ja, ach ja. In den Abendstunden, Alter. Da ballert es dann hier nochmal richtig rein, oder was? Ja, Alter. Es gehen auch noch die ganz dicken. 4,3 Kilo auch schon. Der ist sogar fast in die Bremse gegangen, Alter. So, nun langt es aber auch. Schauen wir mal in den Kescher und dann gehen wir das Ganze verkaufen. Das Ganze hat sich ja jetzt dann doch noch gelohnt. Und zwar hat es in der Nacht nochmal richtig gerasselt und es sind nochmal einige reingeballert. Da haben wir sie alle. Das sind jetzt hier so die letzten Kandidaten. Und da merkt man dann doch nochmal einen großen Unterschied jetzt hier, wenn man mal guckt, gerade in den letzten paar Minuten. Einiges, was da nochmal reingegangen ist. Gucken wir mal eben hier. Wir können das ja so ein bisschen sortieren. Wenn wir mal so nach der letzten halben Stunde gehen, dann sind wir hier in der letzten halben Stunde quasi nur die Nacht, und die ist ja noch nicht mal jetzt richtig rum gewesen, um 4 Uhr, wo wir jetzt gerade sind.
bei 152 Silber. Dann hatten wir ja hier zwischendurch mal den Tag, der war ein bisschen Flaute, da ging wirklich nicht viel. Und dann hatten wir davor die frühen Stunden des Tages sozusagen von 4 Uhr, 5 Uhr bis 10 Uhr ungefähr. Das war schon ganz okay, jetzt hier mit 48. Das heißt, wenn man das mal so schön durchzieht, vielleicht so von 18 Uhr bis 10 Uhr durch, dass man da locker mal so in Richtung 200 Silber kommt. Also, Brasse lübt. Insgesamt sind wir jetzt auch bei über 200 Silber. Also, Kratsching. Wenn dir das Video gefallen hat, dann natürlich auch den Kanal abonnieren für den maximalen Support. Und da gibt es auch noch so eine Glocke, die kann man auch noch drücken, damit ihr die Info kriegt, wann das nächste Video kommt. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder auf Twitch im Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, Petri.